Heute zeige ich dir eine wunderschöne Tischdeko mit gelegtem Grün, mit Blüten und mit ganz vielen tollen Pfingstrosen. Man sieht, wie groß die ist. Ganz, ganz toll. Und wie das geht Schritt für Schritt, das kommt jetzt gleich. Und wir haben einfach das Rosenlaub aufgehoben. Das ist hier schön gesammelt. Und für Deko verwende ich ganz viele schöne Grünsorten. Das ist ein langblättriger Eukalyptus. Ein Eukalyptus mit kleinen Früchten, mit silbrigen Blättern. Das ist der Eiseukalyptus. Dann habe ich noch einen Eukalyptus mit runden Blättern. Also ganz viel silbriges Grün. Die Basis unten ist Rosenlaub, damit Volumen auch da ist. Und das Ganze wird hier in Schlangenlinien gelegt. Und wichtig ist immer am Schluss nochmal kontrollieren, dass es alles eine schöne Schlangenlinienform hat. Weil wir haben so ein paar Tische, wir haben also heute ein bisschen mehr vor. Ich schwenke mal hier und zeig mal, also es ist einiges geboten, es sind 6 Tische. Und wir fangen jetzt dann an, die Blüten zu legen in dieser wunderschönen Location. Und die Fortsetzung kommt gleich. Nach und nach kommen die Blumen dazu. Es sind nicht nur das Grün, wie gerade besprochen, die Pfingstrosen. Moment, so, muss ich gerade mal die Pfingstrose filmen. Dann kommen auch Rosen in verschiedenen Farben. Und das Schleierkraut ist draufgelegt. Hier sind auch noch Rosen in so einem pastelligen Roséton. Schön aufgeblüht, ist wunderbar. Und ein kleiner Tipp von mir. Zuerst das Grün legen auf der Tafel und dann den Tisch decken, weil ansonsten muss man die ganzen Krümel, die vom Grün verstreut werden, zwischen den Besteck und den Gläsern wieder fegen und das ist ziemlich unangenehm. Was auch sehr, sehr schön ist als Tipp, es bringt etwas mehr Ruhe in die Deko und es wirkt auch etwas üppiger, wenn zwei Rosen auch mal so ein bisschen zusammenliegen, so ein kleines Grüppchen, wenn die nicht alle so einzeln verteilt sind, also nicht so streng, nicht die gleichen Abstände, dass es einfach zufälliger und lässiger wirkt. Um den lässigen und lockeren Charakter der Deko zu unterstreichen, sind nicht nur die Pfingstrosen hervorragend, das Schleierkraut. Ich habe auch noch was ganz Tolles gefunden. Das ist eine Valota. Ich nehme die gerade noch mal raus, kurz zum Zeigen. Das ist ein Zwiebelgewächs aus mediterranen Gärten und ist aus der Amaryllis-Familie. Und es macht diese Leichtigkeit. Das ist ganz toll für diese Deko. Passend zu dieser wunderschönen Tischdeko haben wir einen Hochzeitsbogen im Vintage-Stil dekoriert. Wunderschön, auch mit Eukalyptus, mit diesem fedrigen Grün, mit diesen tollen Pfingstrosen. Und haben da noch 2 Girlanden gewickelt, damit der Bogen ganz toll überall dekoriert ist und es so schön schwingt. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich auf ganz viele Kommentare und Likes und ganz viele Daumen nach oben. Tschüss!